Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Keine 24 Stunden mehr, bis Season 5 beginnt. Morgen streame ich live ab ca. 18:30 in die neue Season hier hinein. Aber bevor das passiert, vor wenigen Stunden hat Respawn den offiziellen Loba-Trailer veröffentlicht. Der geht gerade mal eine Minute und ein paar zerquetschte Sekunden und er offenbart Finsteres. Viele von euch, inklusive mir, denke ich, haben Loba wahrscheinlich extremst unterschätzt. Ich möchte euch jetzt den Trailer zeigen. Ich gehe eine kurze Analyse durch. Dann möchte ich euch noch die Fähigkeiten in Textform auf der offiziellen EA-Seite zeigen, wie die Fähigkeiten offiziell beschrieben werden. Es gibt noch einen kleinen Steckbrief von ihr, den werde ich jetzt aber nicht übersetzen. Aber, und das wäre so geil, schreibt mir in den Kommentaren unbedingt, was ihr, nachdem ihr den Trailer gesehen habt, von Loba haltet. Sie wird mit Sicherheit, also ich gehe fest davon aus, meine neue Main-Legende und ich behaupte jetzt schon, dass sie vielleicht ein wenig OP sein könnte. Alles andere gleich nach dem Teaser. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Viel Spaß jetzt bei dem Trailer. Style and class have come to the Apex Games and her name is Loba. Enough flirting. Save it for when we win. But don't let looks fool you. Her glamorous appearance is matched only by her lethality. I'm always dressed to kill. The most notorious thief in the Outlands? No item is safe when Loba's on the hunt. All that loot looks heavy. Let me help you with that. Her fashionable jump drive tech allows her to teleport and swipe valuable gear. Now for the best part, looting your corpse. Or quickly maneuver around her enemies. You made the mistake of taking what I wanted. Enhanced vision allows her to see high-tier loot through structures and at distance. I know what I like, and I know how to get it. Loba's ultimate take is powered by her black market staff. Shop's open for business. This sophisticated boutique allows her squad to cycle through all loot in the vicinity and pick their pleasure. I came here for revenge, but I'll stay for the treasure. The Apex Games have never looked so good. A wolf never gives up her prey. Weiter geht's mit der Analyse. Viel Spaß. Style and class have come to the Apex Games and her name is Loba. Enough flirting. Save it for when we win. But don't let looks fool you. Her glamour. So, hier haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich den zweiten Finisher. Erinnert euch an den letzten Trailer ganz am Ende. Da finisht sie Revenant mit einer Waffe. Ich gehe davon aus, dass das hier ihr zweiter Finisher sein wird. Das ist Bucklers Best Friend. Nein, Bucklers Best Friend war der Teleport. Entschuldigung, Fehler von mir. Das ist Bucklers Best Friend. Es ist unfassbar, wie weit sie das werfen kann. Ich kann das gleich nochmal stoppen hier. Da sehen wir das ein wenig besser. Und zwar von hier. Hier. Zieht euch mal die Reichweite rein, wie weit sie das werfen kann. Das ist schon enorm. Und wenn wir jetzt quasi den Analogstick oder die Maus oder was auch immer noch ein Stück weiter nach hinten ziehen, würde ich sagen, kommen wir locker vielleicht bis zu diesem Truck hier. Das sind einige Meter, die wir taktisch den Gegner absolut von hinten flankieren können. Das ist einfach unfassbar. Ich sage mal, mit einem Octane, wo man flankieren kann, oder mit einem Pathfinder, bist du sowas von leicht zu bemerken. Aber mit diesem Device, das ist hart. Ja, einfach mal hinter den Gibby, dann rotzt du den weg. Und hier sehen wir die Fähigkeit Eye for Quality. Man kann quasi durch Wände, das ist die passive Fähigkeit, die ist quasi dauerhaft aktiv. Wir können ab einer bestimmten Entfernung legendären und epischen Loot durch Wände sehen. Das ist krass. Und jetzt kommt die ultimative Fähigkeit, Black Market Boutique. So, hier haben wir auch wieder die Druckwelle gesehen, wie groß ungefähr die Reichweite für den Black Market ist. Und das
ist das, wonach wir uns alle gesehnt haben. Wie genau sieht das aus, wenn wir die gesamte Sache looten? Das heißt, wir gehen an dieses Wolfszepter ran, drücken wahrscheinlich Viereck, zumindest für die PlayStation, und dann öffnet sich auf der linken Seite dieses Menü. Und was sofort auffällt, ist, dass es alles Waffen sind. Scheinbar können wir wohl, das ist zumindest jetzt aktuell noch meine Vermutung, nur Waffen, was heißt nur Waffen ziehen, Waffen aus der Black Market Boutique ziehen und keine Heilung, keine Schilder, Schildzellen und so weiter. Und wir sehen vor allem unsere Teammates, die auch dazu beziehungsweise darauf zugreifen können, scheinbar. Wobei ich hier aber denke, dass das nur symbolisch ist und wir jetzt nicht sehen können, was die sich da krallen. Und was wir auch sehen, wir können nur maximal zwei Sachen aus der ganzen Geschichte rausziehen. Macht aber auch Sinn, wenn wir nur Waffen ziehen können. Teak allows her squad to cycle through all loot in the vicinity and pick their pleasure. I came here for revenge. Wobei ich jetzt hier rausgehört habe, all loot. Vielleicht war es wirklich nur symbolisch. Da wird er, dieser Teleport, das ist fucking unfassbar. Hier auf der offiziellen Homepage von EA und Apex Legends, ich übersetze es euch jetzt nicht, ist der Steckbrief rund um Loba. Wer sich dafür interessiert, einfach auf die Apex EA Seite, dann geht ihr hier auf Season, geht auf Season 5, ganz einfach. Und dann könnt ihr hier so ein bisschen durchscrollen, was so Neues ist. Die Trailer könnt ihr euch angucken und dann könnt ihr hier auf Meet Loba gehen und dann kommt hier dieser schöne Steckbrief. Ich lese das wie gesagt jetzt nicht vor, ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir wissen, dass sie jetzt 34 Jahre alt ist, Homeworld None, also sie hat keinen Heimatplaneten, zumindest keinen, den wir wissen. Was eigentlich viel, viel interessanter ist, ist das hier. Hier möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Einmal der Teleport ist klar, muss ich nicht mehr viel zu erzählen. Das ist die taktische Fähigkeit. Eye of Quality, ganz interessant. Eye of Quality quasi, der Loot, den wir durch Wände sehen können, episch und legendär, hat dieselbe Reichweite wie die Black Market Boutique. Und jetzt gehe ich auch nochmal auf den Ulti ein, nämlich auch sehr interessant, auch Feinde können auf dieses Device zugreifen und so sich Loot aus der Nähe stehlen. Hier steht aber nicht, ob es nur Waffen betrifft. Es könnte auch sein, dass man vielleicht noch eine zweite Seite öffnen kann, dass das quasi gestaffelt ist in Waffenseite, Heilungsseite, keine Ahnung, unterstützende Seite, sowas wie Aufsätze oder so. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Bevor ich jetzt noch ein paar Worte an euch richte rund um Loba und was ihr von ihr haltet, es gibt auf Instagram eine Apex Legends Infoseite mit über 5000, knapp 200 Abonnenten mittlerweile schon. Derjenige, der diese Seite pflegt, hat mich angeschrieben, ob wir uns ein bisschen gegenseitig supporten wollen. Das funktioniert ganz gut. Der hat schon ein paar Story-Shoutouts für mich gemacht, für meinen YouTube-Kanal und meinen Instagram-Account. Das ist eine englische Seite, die aber von einem deutschen Kollegen gepflegt wird. Sehr, sehr interessant. Wer da Bock hat reinzuschauen, lohnt sich. Verlinke ich hier unten in der Videobeschreibung. Wäre geil, wenn er da mal reinschaut und dem Follow da lasst. Es gibt ein paar Abonnenten von mir, die diese Seite schon abonniert haben. Das weiß ich. Jetzt abschließend noch ein paar Worte zu Loba. Also meiner Meinung nach könnte sie vielleicht ein Stück weit OP sein. Diese Teleportationsgeschichte ist echt mega heftig. Ihr habt die Reichweite gesehen. Mich würde es auch ganz stark wundern, wenn die Reichweite so bleibt. Ich bin, und das ist eben das, was wir noch nicht wissen, die Cooldown-Zeiten der einzelnen Fähigkeiten wissen wir noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die schon so rund ungefähr, so wie bei dem Wraith-Portal, ich würde sagen, so um die 30 Sekunden wird die Cooldown-Zeit sein. Und ich glaube auch nicht, dass ich zwei hintereinander kurz nacheinander schmeißen kann. Das wage ich stark zu bezweifeln. So, morgen Livestream, spätestens 18:30 Uhr, quasi Dienstag, wenn es in Season 5 reingeht, streame ich wieder live. Ich hoffe, ihr schaltet alle reichhaltig ein. Das soll es von mir gewesen sein. Wer nichts rund um Apex Legends um Season 5 gerade jetzt nichts verpassen will, der ist bei mir genau richtig. Die nächsten Tage wird es auf jeden Fall jeden Tag ein neues Update-Video geben. Das allererste am Mittwoch wird voraussichtlich ein Patch-Update-Video sein. Da rede ich über alle allgemeinen Änderungen, Nerfs und so weiter, was sich alles so geändert hat. Dann gibt es noch ein Battle Pass Video, ein Loba Video und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage. Ich freue mich morgen auf euch. Lasst dem Video einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir und ich freue mich auf einen richtig geilen Season 5 Start. Haut rein, das war's von mir. Ciao.